So, liebe Freunde, jetzt geht's los. Ich habe den Lötkolben angeheizt, der braucht aber noch einen kleinen Augenblick. Jetzt werden wir den Hive aufbauen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch genug von der ganzen Rumlaberei. Ich möchte jetzt löten. So, während der Lötkolben anheizt, können wir ja mal kurz schauen, was wir hier haben. Also der erste Schritt wäre die Stromversorgung auf dem Hiveboard. Ich werde es mal einen kleinen Augenblick mal. Ich schwenke euch mal rum und dann könnt ihr hier mit schauen. Ja. Ich denke, das müsste man jetzt sehen. Ja. So, wir haben hier einen Satz Bauelemente. Gucken wir mal, was wir haben. Und der erste Schritt, das ist Schaltplanblatt Nummer 1. Die Schaltpläne findet man im Forum bzw. auf der Webseite im Download-Bereich. In dem Text-Tutorial sind auch nochmal die genauen Links zu allen Sachen, die man braucht. Ja? Also das sind vier Seiten, Schaltplan und Stückliste, und das einfach mal ausdrucken kann man gleich als Unterlage nehmen. Ne? Erster Schritt Stromversorgung, zweiter Schritt Host-Interface. Ich weiß nicht, ob wir das alles in einem Rutsch jetzt schaffen. Wir fangen mit der Stromversorgung an. Ja, was haben wir? Wir haben hier eine entsprechende Hohlbuchse, eine Eingangsbuchse. Ne? Eingangsspannung zwischen 6 und 12 Volt. Ob gleich oder Wechsel ist eigentlich egal. Aber bei den heutigen Steckernetzteilen ist eigentlich immer eine Gleichrichtung gleich drin. Ne? Insofern erscheint diese Gleichrichterdiode und der Glättungskondensator hier zwar fehl am Platz, aber die Gleichrichterdiode ist dann auch gleich ein Verpolschutz. Ja, im Normalfall ist es schon so, und es ist auch logisch, dass wir innen bei so einer Buchse den Pluspol haben, ja, und außen am Gehäuse dieses Kabels, ich muss das hier mal rausziehen, so sieht es ja aus, dann die Masse. Ich habe es aber wirklich in der Praxis schon erlebt. Es gibt Geräte aus, ja, von irgendwoher, da ist es halt anders. Da ist außen Betriebsspannung in Masse völlig abartig. Ja. Und es gibt natürlich auch diese Steckernetzteile, wo man diese Tipps wechseln kann und dann natürlich auch falsch rum zusammenstecken kann. Ja. Damit euch in so einem Falle euer Hive nicht um die Ohren fliegt, ist diese Diode schon ganz richtig so. So, dann haben wir hier einen Jumper. Wir werden nachher erstmal, ich werde zumindest also ein Pinheader ist das, werde so einen kleinen Jumper draufstecken. Dort kann man aber mit einem Stückchen Kabel weggehen, wo ein kleiner Schalter ist. Den Schalter kann man dann im Gehäuse irgendwo verbauen. Das heißt, hier wird unsere Betriebsspannung zugeschaltet. Ne? So, dann haben wir unsere beiden Spannungsregler. Ja, die haben wir hier. Das ist hier unsere Eingangs Gleichrichterdiode und unsere Hohlbuchse. Das einmal ein Spannungsregler 5 Volt, der also unsere Eingangsspannung, die ja einen Wert zwischen 6 und 12 Volt haben kann und vielleicht auch schwankt, umsetzt auf 5 Volt. Hier ist dann nochmal ein Puffer-Elektrolytkondensator und hier ist der zweite, der setzt dann die 5 Volt um auf 3,3 Volt. Ja, nochmal ein entsprechender Kondensator, Elektrolytkondensator, und das sind diese Kumpel, die wir hier haben. Und das hier sind zwei Keramikkondensatoren, die haben nur 100 Nanofarad. Die Elektrolyt sind 100 Mikrofarad, also eine Größenordnung auseinander. Und diese Kondensatoren dienen dazu, eine Schwingungsneigung dieser Spannungsregler zu unterdrücken, also irgendwelche hochfrequenten Anteile dort kurz zu schließen. Ja. So, ja, was haben wir noch? Wir haben noch zwei Z-Dioden. Ich habe leider nur eine, also hier liegen zwei, sind aber beides dieselben. Das aber, wir bräuchten eigentlich eine 5,6 Volt Z-Diode und eine 3,6 Volt Z-Diode. Die sind in Sperrrichtung geschalten, ja, einmal an dem 5 Volt Zweig. Jawohl, hier kommen die 5 Volt, gehen hier über den Jumper, wo man das Board abkoppeln kann von den 5 Volt, und hier zu der Z-Diode gegen Masse.
Und die 3,3 Volt kommen hier. Hier ist die 3,6 Volt Z-Diode und geht auch gegen Masse. Wenn dort die Spannung, diese Schwellenspannung, diese 5,6 Volt oder 3,6 Volt übersteigt, dann wird unsere Z-Diode diese Schaltung schützen, indem sie sich selber aufopfert. Also diese Überspannung quasi ableitet. Ja. Und die Z-Diode ist dann wahrscheinlich kaputt. Aber es ist besser, als wenn die Schaltkreise, weil meinetwegen auf dem 3,3 Volt Zweig dann kaputt gehen. Wie passiert sowas? Wofür braucht man sowas, wenn man auf dem Arbeitstisch aus Versehen irgendwo was brückt zwischen der Eingangsspannung und zum Beispiel dem 5-Volt-Teil oder Eingangsspannung und 3,3 Volt oder zwischen 5 Volt und 3,3 Volt, dann würden auf einmal die entsprechenden Bauteile, die dort dranhängen, natürlich mit einer viel zu hohen Spannung betrieben werden und dann qualmt's. So, und zu guter Letzt haben wir noch unsere Powerlet und einen entsprechenden Vorwiderstand sitzt hier unten, damit wir sehen, dass das Gerät an ist. Ja? So, dann haben wir hier noch vier Jumper. Das eine war für den Switch jetzt erstmal. Das andere ist für die drei Spannungen: Ground, 5 Volt, 3,3 Volt. Also alles, was in die Schaltung reingeht, kann dort aufgetrennt werden. Hier vorne ist noch ein Pinheader. V-In. Dort kann man auf dem Board die Eingangsspannung abgreifen. Ja, für irgendeine andere Platine oder wenn man irgendwas mal erweitert. So, gut. Ich schau mal. Lötkolben müsste heiß sein jetzt eigentlich. Und jetzt werde ich euch mal wieder zurückdrehen. Okay. So. Ich habe erst überlegt, ob ich das irgendwo an meinem gewohnten, gut ausgerüsteten Bastel-Arbeitsplatz drehe. Aber auf der einen Seite habe ich da nicht so eine gute Beleuchtung und auf der anderen Seite ist es ja so, dass ich immer gesagt habe, dass der Halfen Küchentisch Design hat. Und dann wollte ich das jetzt auch mal unter Beweis stellen. Ich habe hier also wirklich nicht viel. Ich habe wirklich nur einen Lötkolben, zwei Zangen, ein bisschen Schraubendreher und Zeug und das war's, ja. So, Lötkolben, bist du heiß? Schauen wir mal. Jawohl, sieht gut aus. Für die Lötanfänger wichtig bei diesen Dingern immer den Schwamm feucht machen, den brauchen wir, um die Spitze zu reinigen. Ja? Also der kann richtig so ein bisschen feucht gemacht und ausgedrückt werden. So, okay. Erste Station. Ich mache es einfach der Reihe nach hier durch. Also fangen wir mit der Hohlbuchse an. Ich wickle mir ein bisschen Lötzinn ab. Das Lötzinn ist übrigens SN60 PW40 mit 2,5% Flussmittelanteil. Kein, also wenn jemand einen Tipp hören will, gerade von den Lötanfängern, kauft kein bleifreies Lot. Es sieht wirklich, es lötet sich einfach schlechter. Und ganz wichtig, mit Flussmittelanteil. Ja, also Flussmittel ist eine wichtige Geschichte. Und jetzt werde ich erstmal den Pinheader hier anheften. Und dann können wir ihn richtig löten. Ja. Reicht schon. So. Ja.
Hier im Stromversorgungsteil haben wir natürlich relativ grobe Lötstellen. Aber das ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn man jetzt erst löten lernt, dass man da erstmal nicht mit den feinen Lötstellen anfängt, sondern da hat man gleich so eine Übung. In den Kommentaren werde ich dann noch ein Video verlinken, welches zeigt, wie man gut lötet. Das ist also wirklich sehr gut. Es ist zwar leider auf Englisch, aber die Bilder sprechen für sich. Ja, das ist wirklich sehr verblüffend. Hier an dem an der Buchse muss ich jetzt leider etwas länger rumgucken. Vielleicht muss ich auch ein bisschen heißer stellen, weil die wahrscheinlich ein bisschen oxidiert ist, wie ich gerade sehe. Die Anschlussbeinchen, ja. Normalerweise geht ja Regel, die Lötzeit wirklich so kurz wie möglich zu halten. Weil je länger man lötet, umso schlechter wird es. Ja, also dies erstmal verbrennt das Flussmittel. Das Flussmittel dient ja dazu, die Oxidschichten zu entfernen, die oft auf dem Lötauge und an den Bauelemente Beinchen sind. Das eine. Und damit zusammenhängt eigentlich gibt es dem Zinn, dem flüssigen Zinn, die Möglichkeit, der Oberflächenspannung, der eigenen Oberflächenspannung besser zu folgen und damit sehr gut zu fließen und sich um die Konturen zu legen. Ja. Ich empfehle da wirklich das Video. Dort wird gezeigt, wie das Zinn sich verhält, wenn man wenn man entweder kein Flussmittel verwendet oder wenn das Flussmittel verbrannt ist, ja, und da sieht man sehr deutlich, dass es dann richtig Fäden zieht. Und sobald Flussmittel dazu kommt, breitet sich so sofort aus und fließt ganz hervorragend. So, gut, das haben wir drin. Jetzt müssten wir diese drei Pin hier an der Seite gleich einlöten. Ich habe hier so eine Leiste, das haben wir jetzt gar nicht hier gesehen. Wo sind die hin? Hallo. Ach so, hier. Diese Pinhiner Leisten kann man sich dann selber zurechtschneiden. Wir brauchen jetzt eigentlich zwei Dreier Abschnitte. Das machen wir hier einfach mal so. Schanipp. Und Schanab. So, damit sich das leichter einlöten lässt. Und damit die auch gerade stehen, stöpsel ich da jetzt einfach einen Jumper drauf. Na komm schon hier. Mann, das ist im Fernsehen. Jetzt mach hin. Ja. So. Ja. Das sind diese beiden Leisten, die ich abgeschnitten habe. Jetzt habe ich dort so eine Jumper drauf gesteckt. Und da lötet sich das natürlich, kann man es ein bisschen besser greifen und lötet sich besser. Ja? Oh, das hält sogar ganz gut. So.
Wichtig, wie gesagt, ist eine kurze Lötzeit. Ja. Also der Ablauf, das sieht man auch in dem Video. Spitze abwischen. Ein Minimum ein bisschen Zinn an die Spitze, damit sie gleich in Wärmekontakt zum Baulemendebeinchen und zu dem Lötauge bekommt. Und dann kurz an dem Baulemendebeinchen, also eine Sekunde dran lassen, damit das alles durchheizt. Und dann kurz etwas Zinn zuführen. Und das fließt ganz hervorragend. Eine Sekunde noch warten und dann weg mit dem Lötkolben. Und dann ist man eigentlich fertig, bevor das Flussmittel verbrannt ist. Und dann gibt es ja auch die perfekte Lötstelle. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht hier. Die Kamera da so hoch auflöst. Ja, jetzt machen wir unseren Jumper wieder ab. Im Normalfall könnte man hier vorne auch noch einen Reset-Schalter anlöten. Wir haben das ja schon gesehen in der Übersicht, hier auf dem fertigen Board sehen wir es. Ja, ich mache das jetzt hier nicht, weil das Board wird definitiv irgendwo in einem Gehäuse eingebaut. Und da habe ich dann eh ein Stück Kabel, was ich da drauf stecke. Ja. Und es würde nämlich auch stören, weil genau hier, zumindest in dem Teco-Gehäuse, ist es so, dass das genau hier an dieser Stelle dieser Stehbolzen runterführt, wo diese Gehäuseteile zusammengeschraubt sind. Und da kommt man eh nicht an diesen Reset-Schalter ran. Ja, das, wenn man die Platine so wie die andere hier so offen hat, dann ist das Schmuck. Ja, es stört allerdings jetzt auch nicht der Reset-Schalter. Ja. So, was haben wir denn als nächstes? Jetzt kommt unsere schmucke Gleichrichterdiode. Für die Einsteiger ist es ein gepoltes Bauteil. Ja, also man hat, das, eigentlich ist es ganz einfach. Ja, wir haben, sieht man das hier? Mal gucken. Wir haben vom Symbol her hier so einen Strich an der Gleichrichterdiode und so eine Art Pfeil. Das heißt, in diese Flussrichtung, wenn wir hier eine positive Spannung anliegen haben und hier eine negative, ist die Diode in Durchlassrichtung geschalten. Und alle Dioden, bis auf Leuchtdioden, die eine andere Gehäuseform haben, aber alle Dioden, die so eine axiale Bauform haben, die haben diesen Strich hier auch am Gehäuse angebracht. Ja? Also wenn wir jetzt die Z-Diode mal noch dazu nehmen, ja, ich lege sie genauso hin, wie sie auf dem Schaltplan ist, ja, haben wir dann auch am Gehäusering so einen Farbring, welcher die Kathode dort kennzeichnet. Ja. Also darauf achten. Ist halt ein gepoltes Bauteil, genauso wie gleich die die Elektrolytkondensatoren. So, ich habe hier noch so eine kleine Blechschachtel, da können wir mal den ganzen Abfall reinpacken, damit hier diese Baulemendebeinchen nicht so rumfliegen auf dem Tisch, denn das sind so beliebte Fehlerquellen für Kurzschlüsse. So, kurz gucken, wie lang das Ding sein muss, wo kommt es überhaupt hin, hier hinten. Aha. So, das heißt, wir können relativ dicht hinter dem Gehäuse abwinkeln. Und das gleiche vom Symbol gilt auch für die Platine selber. Das ist ja in Aufdruck, ein Baulemente-Aufdruck. Und auch auf dem Baulemente-Aufdruck ist, ist dieser Ring gekennzeichnet. Ja, also Schmuck macht. Muss man jetzt nicht gucken, wo ist denn da jetzt die Kathode und Anode bei dem Bauteil auf der Platine, ja, sondern das ist direkt aufgezeichnet. So, im Normalfall mache ich es immer so, ich biege dann die Bauteilbeinchen etwas um, ja, und knipse sie dann ab, so dass sie nicht rausfallen. Aber diese Diode sitzt eh schon so straff auf dem, in den Lötaugen, dass das nicht nötig ist. So, dann knipsen wir das ab. Und löten das an. In der Regel mache ich so, ich bestücke dann mehrere Bauteile, also durchstecken, und dadurch, dass die halt irgendwo die diagonalen Pins oder die
äußeren Pins dann umgebogen sind, können sie nicht mehr ausfallen. Und wenn ich dann so fünf, sechs Sachen bestückt habe, löte ich es dann an. Hier mache ich das jetzt mal nicht, weil wir hier mal so den Einstieg bekommen wollen. Wunderbar. Wer so ein bisschen Augenprobleme hat, da gibt es dann auch diese ganz schicken Lupenbrillen. Und mit denen arbeitet sich es auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Okay, aber hier brauchen wir das jetzt eigentlich nicht. So, Diode drinne. Jetzt machen wir unseren Elektrolytkondensator rein. Das wäre dann C1. Wo lungert der hier rum? C1, C3 und da hinten ist C2 noch. Ja. Warum der C2 da hinten ist, das weiß auch keiner. Naja, gut. Elektrolytkondensatoren ebenso sind gepolt. So, und ich hoffe, man sieht's. Die kleinen Kerne. Erstmal haben sie zwei unterschiedlich lange Beinchen. Ja. Und das kurze Beinchen ist hier am Gehäuse auch nochmal gekennzeichnet durch so einen hellen Streifen und das sind Minuszeichen drin. Das heißt, das kurze Beinchen ist der Minuspol, das lange ist der Pluspol. Man kann sich auch merken, dass bei Plus, weil es ja aus zwei als Eselsbrücke. Beim Plus-2-Zeichen, weil es aus zwei Strichen besteht, ist der Pin länger und beim Minus ist nur einer, also kürzer. So, und auch hier wieder auf dem Board selber ist ein kleines Pluszeichen aufgedruckt. Ja, also hier ist in dem Falle zwar Plus gekennzeichnet auf dem Board, aber am Bauteil Minus gekennzeichnet, also aufpassen. Ne? Und die Dinger sind auch wirklich gepolt. Und die fliegen euch auch wirklich um die Ohren, wenn sie falsch rum drin sind. So, reinstecken, umdrehen, umbiegen. Reinstecken, umbiegen. Ja, muss nicht sehr weit umgebogen sein, so dass man es später nochmal rauskriegt irgendwie. Dann abknipsen. Mal zum allgemein zum, wenn man mal was versaut hat, muss man so ein Bauteil wieder rausnehmen. Wenn es noch nicht gelötet ist, ist ja eh kein Problem. Ja, dann ist das ja kein Thema. Wenn man jetzt falsch rum die Kondensatoren drin hat oder wenn es eingelötet ist, wenn man umgebogen hat, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, das rauszuholen. Und auch gerade die Widerstände, die hier drauf sind, oder irgendwelche Fassungen. Na gut, die Fassung muss man natürlich nicht wechseln, das ist Quark. Aber andere Bauteile, die vielleicht, die man so nicht sauber wieder ausgelötet kriegt, es ist besser, einfach die Bauteile einfach mit dem Seitenschneider, gerade mit Widerständen geht es ja gut, einfach rauszuschneiden von oben und dann die restlichen Beinchen dann vorsichtig rauszuziehen. Indem man beim Lötkolben heiß macht. Ja, also wir hatten so eine Fälle, dass jemand irgendwie diese Netzwerkbuchse zum Beispiel falsch hatte. Ja? Hier, die gibt es mit Übertragern drin und ohne nur hat er die falsche eingelötet. Ja, und das sind natürlich ein Haufen Pins hier und die gleichzeitig zu erwärmen und das rauszuziehen ist eventuell ein bisschen schwierig. Ja? Und da ist es besser, man nimmt einfach einen Seitenschneider und baut das hier oben, knackt das alles auseinander, ja, bis man dann unten die Beinchen einzeln von einer Seite mit Zange und von der anderen Seite mit dem Lötkolben rausziehen kann. So kriegt man es eigentlich für das Board am schonendsten raus. Ja, das Problem ist ja, dass einem eventuell das Board kaputt geht, wenn man da zu sehr drauf rumgurkt. So, Kondensatoren, die löten wir jetzt noch an. Zündern.
So, wenn mal irgendwo zu viel Zinn drauf ist, dann über Kopf halten und einfach nochmal an die Lötstelle gehen. Dann kann man dieses Zinn dann abziehen. So, da hätten wir unsere Kondensatoren. Jetzt kommen mal unsere beiden Spannungsregler. Da müssen wir jetzt aber aufpassen, weil es halt unterschiedliche sind. Das ist, darf man jetzt nicht vergurken. Ich sehe die Hohlbuchse, die könnte von oben auch noch ein bisschen Zinn gebrauchen. Das werden wir jetzt auch machen. Das sieht schon aus. Was wichtig ist mit diesen Lötspitzen, das hier so ein 30-Euro Lötkolben, nichts mehr dabei, die kann man rausschrauben. Hier habe ich andere mit. Ich muss mal gucken. Kann ich die zeigen mit hochgenommen? Nö, habe ich jetzt nicht mit hochgenommen. Zumindest kann man die wechseln. Gibt es verschiedene Formen, auch so eine Bleistiftspitze, wie ich es jetzt habe, oder so eine Schraubenzieherspitze. Das sind Longlife-Spitzen, die haben eine Beschichtung. Ja, das ist ein Kupferkern und da ist eine Beschichtung drüber. Und normalerweise löst sich mit der Zeit, so seltsam wie das klingt, Kupfer in Zinn. Ja, das führt dann auch zu diversen kristallinen Bestandteilen, also C2SN oder C3SN, glaube ich. Je nachdem. Und das führt dann zu Kristalliten, also nadelförmigen Kristallen im Zinn und dann auch zu Krätzebildung. Ja, also das wird dann so pappig und so wie Bücklereis fast, das Zinn. Und der andere Effekt ist bei Lötspitzen, wir haben ja auch Kupfer auf den Leiterzügen, da passiert das auch, aber bei Lötspitzen ist das Problem, man kriegt dann wie so Spitzenfraß, also die Spitze löst sich richtig auf mit der Zeit, wenn man viel lötet. Und trägt sich ab. Und hier ist jetzt so eine Longlife-Beschichtung drauf. Und deshalb mit der Spitze nie irgendwie schaben oder kratzen irgendwo auf einer Lötstelle, wenn es nicht gleich vorwärts geht. Ja? Weil dann schabt man diese Longlife-Beschichtung ab und dann muss sie bald ersetzt werden. Ist auch nicht tragisch, weil wie gesagt, die kann man ja hier ausschrauben und durch eine neue ersetzen. Aber sie hält halt wesentlich länger, wenn man das nicht tut. So, das ist unser 3,3 Volt. Der 5 Volt Regen, das ist ein 4940 V5, jawohl. Und der 3,3 Volt Regler, ein 2937 ET, jawohl. Der vordere ist unser 5 Volt Regler. So. Und die löten wir mal einzeln. Wenn man es dann raus hat, ist das mit dem Löten eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte. Deswegen ist ganz gut, dass man hier wirklich mit dem... Ich habe überlegt, ob ich jetzt die Reihenfolge ein bisschen verändere, weil ich persönlich würde so ein Board baue ich eigentlich anders auf. Ja, ich fange eigentlich nicht mit der Stromversorgung an, sondern ich löte als erstes die flachen Bauteile auf. Also als erstes den SD-Card-Connector, diese Fassung für die SD-Card. Ja. Dann alle Fassungen für die Schaltkreise und als letztes den Rest. Ja. Macht sich so rum eigentlich besser, aber für die Einsteiger ist das nun ein bisschen schwieriger, weil wenn man halt an dem Punkt mit dem Bauteil anfängt, was sich am schwierigsten löten lässt für einen Einsteiger, und zwar ist das der SD-Card-Reader, weil der so eine feinen Anschlüsse hat. Ja. Und so fangen wir mit der Stromversorgung eigentlich an. Wir könnten natürlich nach Host-Interface und Stromversorgung oder vielleicht vor dem Host-Interface wirklich den SD-Card-Connector
Connector auflöten. Das könnten wir eigentlich machen. Ja, weil dann hat man die Lötübung von der Stromversorgung, dass man erstmal so ein bisschen ein Gefühl für einen Lötkolben bekommt, wenn man es nun noch gar nicht gemacht hat. Ja. Und dann kann man sich schon mal an was Besseres ranwagen. So. Abknipsen. Das Abknipsen so, dass es nicht so sehr weit über das Lötauge hinaussteht. Ne? Damit es nicht irgendwie unbeabsichtigt Kurzschlüsse zu irgendeinem benachbarten Bauteil im Anschluss stattfindet. Die Spannungsregler, der mittlere Anschluss ist Masse. Und rein gefühlt möchte ich sagen, liegt dieser mittlere Anschluss der Masse auch an der Kühlfahne von dem Bauteil. Und das merkt man beim Löten sehr deutlich. Ja? Also man muss dann den Lötkolben wirklich deutlich länger dran halten, damit diese Lötstelle durchheizt. Ja. Also nicht hektisch werden. So, perfekt. So, haben wir unsere Lötspannungsregler auch drin. Und jetzt haben wir unseren dritten Elektrolytkondensator. Auch wieder gepolt, also aufpassen. Wer mag, also das ist jetzt mehr so für die Einsteiger gedacht wieder. Profis mögen mir verzeihen, aber die werden sich das Video eh nicht angucken. Wer mag, kann auch diese Bauteile auf der Schaltung farblich abzeichnen, die er eingelötet hat, damit er nichts vergisst. Ja. So, perfekt. Ja, das sieht schon schmuck aus. Ich habe es ja gelernt. Ich bin also gelernter Elektronikfacharbeiter. Und wir mussten zu DDR-Zeiten, das war unsere Lehrlingsausbildung in Erfurt, im Funkwerk Erfurt, in der Lehrwerkstatt haben wir so einen elektronischen Zähler gebaut oder so Module davon. Und Schachcomputer. Und wir haben wirklich Löten dort von der Pike auf gelernt. Ja. Und da wurden dann wirklich Lötbrettchen mit lauter winzigen Anschlüssen, dann drehte ran, stundenlang gelötet, dann musste das dem Lehrmeister vorgestellt werden und dann hat er wirklich geguckt, wie die Lötstellen aussehen. Ob die grau sind, ob man noch die Kontur des Bauelementebeinchens drunter sieht, das weiß ich wie heute, das war immer die Forschung. Die Lötstelle muss die Form eines Rotationshyperboliden haben. Ja, wenn das Bauteil durchgesteckt ist durch die Platine, fließt das Zinn, sucht sich die kleinste Fläche und das ist so ein Rotationshyperbolit. Ja, die Fläche nach außen ist dann so eine Hyperbel. Ja, das wurde begutachtet und wenn das nicht gut war, hat er einen Seitenschneider genommen, hat den Mist abgeschnitten und dann durfte man gleich nochmal. Aber ich konnte eigentlich schon relativ gut löten, weil ich ja viel gebastelt habe. So, jetzt haben wir noch unsere zwei Keramikkondensatoren. Wie lange nehmen wir auf? 35 Minuten, das sieht gut aus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in diesem Teil jetzt nur die Stromversorgung machen. Ja, wir können uns jetzt Zeit lassen. So, wir haben C30, muss ich mal suchen, wo das Ding hier rumlungert. Wo habe ich es hingepackt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. C30 müsste doch... Ach da, C30 und C29. Oh ja, gleich hier daneben. Wunderbar. Wäre ja auch Quatsch, wenn die woanders wären, weil die müssen natürlich... Das sind diese kleinen Keramikkondensatoren, die Schwingungsneigung
unserer Längsregler unterdrücken sollen. Und die sollten auch so nah wie möglich an den Reglern natürlich dran sein. Ja. Wer auf den Schaltplan schaut, da ist auch nochmal unter der Stromversorgung, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennt, ohne dass ich es umbaue, hier in dem Bereich lauter Keramikkondensatoren, die so einfach parallel geschalten sind. Und es kam auch schon im Forum die Frage, ja, wieso nimmt man da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so eine Keramikkondensatoren, die man parallel schaltet? Warum nimmt man nicht einfach, wenn sie parallel geschaltet sind, einfach einen größeren Kondensator und fertig? Ja, das sind diese parallel geschalteten Kondensatoren, wenn man die auf der Platine sucht, wird man die immer in der Nähe von irgendwelchen Schaltkreisen finden, wie hier zum Beispiel, ja? Da sind an dem Rahmen sind diese blauen Pillen und an jeder Propeller hat einen und. Das sind sogenannte Transientenkiller. Also wenn diese digitalen Schaltkreise haben so diese Eigenschaft, dass sie bei ihren Schaltvorgängen kurze Spitzen erzeugen. Also Lastspitzen quasi. Ja? Und damit bricht die Betriebsspannung 3,3 Volt oder 5 Volt eventuell etwas ein. Und um dort in der Nähe des Schaltkreises so eine Art Energiepuffer zu haben, welcher schnell diese Lastspitzen ausgleicht, macht man so eine 100 Nanofarad Keramikkondensatoren hin. Da gehen also auch keine Elektrolytkondensatoren, die sind da einfach zu träge. Ja. Und die gleichen das aus. Die müssen auch so nah wie möglich am Schaltkreis sein. Deswegen sieht das halt in der Schaltung dann so ein bisschen komisch aus. Aber es macht dann auch keinen Sinn, diese Kondensatoren irgendwo auf den anderen Schaltungsblättern zu verteilen. Weil teilweise bei den Schaltkreisen, wenn man hier mal genau hinschaut, die Versorgungspins, also Spannung und Masse, gar nicht raus auf dem Schaltsymbol im Schaltplan gar nicht ausgeführt sind. Ja, die sind also intern verbunden mit den entsprechenden Versorgungsspannungen. Das heißt, man könnte es hier gar nicht einzeichnen. So, okay, unsere beiden Keramikkondensatoren. Wunderbar. So, das sieht schon schmuck aus. Wir haben jetzt noch diese drei Jumper, also Pinhinder für die Jumper, wo wir diese Spannungen trennen können. Da mache ich das jetzt genauso wie vorhin. Ich knipse mir diese zwei Dreierblöcke zurecht, stecke Jumper drauf und löte das Ganze dann. Ne? So. Diese Dinger, diese Pinheater und auch so eine Leisten hier, so eine Präzision, das sind so Präzisionsfassungen. Sowas habe ich eigentlich immer in Massen in der Bastelkiste liegen. Da gibt es noch andere, die sind wichtig. Das kann ich auch mal zeigen. Sowas hier. Das sind so Buchsenleisten. Ja? Eigentlich das Gegenstück zu diesen Pinheatern. Ja? Kann man sich alles sehr gut selber dann zusammenschneiden, ja, und kleine Stecker oder Buchsen dann draus selber fertigen, ja. Und was sehr schön ist an diesen Präzisionsfassungen, wenn man mal irgendwo einen Schaltkreis hat und man hat nicht die passende Fassung da, dann kann man sich hier draus selber eine Fassung bauen, ja. Man hat also Fassungen jeglicher Größe immer verfügbar. Und die kosten ja so gut wie nichts. Da kann man mal 10 Stück irgendwo mitbestellen. Lohnt sich eh, weil bei den Elektronikversendern manchmal hat man was nachzubestellen. Da sind die Versandkosten dann meist zu hoch. Da lohnt sich es dann wirklich, so ein paar Bauteile mehr zu bestellen. Wenn man vorhat, öfter mal was zu basteln, dann ist so ein kleiner Grundstock an Bauteilen, so die gängigen Kondensatoren, Widerstände und Transistoren, ein paar Dioden, das ist eh Pflicht. Das sollte man irgendwo in der Bastelkiste liegen haben. Ja, ein paar LEDs vielleicht oder irgendwas. Ja,
Und diese Leisten gehören da halt auch dazu. So, jetzt haben wir wieder so einen schönen, schmucken kleinen Block hier. Den können wir draufstecken und ganz bequem anlöten. Ja. So, dann heften wir erstmal einen Pin an. Dann, weil die lassen sich jetzt schlecht, sehr schlecht umbiegen. Dann mache ich es dann einfach so, dass ich die diagonalen Pins einfach anhefte. Und jetzt kann es nicht mehr rausfallen. So, und jetzt können wir über diese vergurkte Lötstelle gehen wir dann zum Schluss nochmal drüber, wenn wir die anderen Pins jetzt gelötet haben. Ne? So. Und dann können wir die anderen nämlich ganz in Ruhe hier anlöten. Seite noch. Dann haben wir es fast fertig. Ja? Also Z-Diode noch und die Power-LED und dann können wir die Stromversorgung schon mal messen. So. Und haben den ersten Schritt eigentlich schon hinter uns. Okay, sieht auch schmuck aus, Lötstellen sind sehr gut, mein Lehrmeister wäre stolz auf mich. Jawohl. So, wie gesagt, ich habe jetzt leider nur eine so eine Z-Diode zur Verfügung. Aber die eine löte ich jetzt ein und die andere, die werde ich mal irgendwann nachbestellen. Ja. Das ist in dem Falle, sind das diese 5,6 Volt Dioden und zwar kommt die an D4. Das ist also hier im hinteren Teil. Die hat wirklich nur eine Schutzfunktion. Das heißt, auf gut Deutsch, man könnte sie theoretisch auch weglassen. Ob das jetzt empfehlenswert ist oder nicht, ist jetzt eine andere Geschichte. Hier auf dem Board, wo was dann auch Neulinge vielleicht mal zusammenlöten, ist es ganz gut, wenn sowas drin ist. Den Prototypen, den habe ich auf Lochrasterplatine aufgebaut. Den kann ich ja irgendwann auch mal zeigen. Der liegt hier um die Ecke. Der ist innerhalb von einer Woche entstanden. Da ist überhaupt keine Schutzdiode drauf. Ja, wäre eine Schutzdiode noch Blockkondensatoren, also diese Transientenkiller noch sonst irgendwas, der funktioniert auch. Ja, aber das ist halt so, auf so eine Sachen verzichtet man dann meistens bei so einem Probeaufbau, aber dann nachher kommt das mit rein. So, Z-Diode noch anlöten. So, Schmuck. Jetzt unsere Leuchtdiode. Und da ist jetzt die Frage, ja, wenn man das einbaut, so als Board wie hier, was man zum Experimentieren nimmt, was so auf dem Tisch steht, dann kann man natürlich diese Leuchtdiode einfach durchstecken. Ist übrigens gepolt, da kommen wir gleich noch dazu. Einfach durchstecken. Na komm schon hier, Pfeife. So. Und so flach eigentlich auflöten. Ja? Wenn wir das Board allerdings in ein Gehäuse einbauen wollen, ja, dann wollen wir das ja von vorne sehen. Und dann strahlt diese LED natürlich nach oben ab und man sieht das nicht. Deswegen mache ich das in dem Falle dann so, dass ich die einlöte und dann umknicke. Ja, nach vorne. Und genau so werde ich das jetzt auch tun, weil dieses Gehäuse soll ja später in ein Gehäuse rein, dieses Board. Man könnte natürlich auch, das wäre auch möglich,
eine Buchse nehmen. Könnte man machen, ja. Ich überlege gerade, was besser ist. Also, dass man nicht die Leuchtdiode einlötet, sondern einfach hier so eine kleine Buchse und die Leuchtdiode aufsteckt, ja. Fragen über Fragen. Ja, das ist mir so wackelig, muss ich sagen. So eine Buchse hätte natürlich auch wirklich den Vorteil, man könnte jetzt beim Experimentieren dort eine Leuchtdiode reinstecken und später steckt man einfach ein Stückchen Kabel an und kann dann die Leuchtdiode auch irgendwo am Gehäuse vorne, an der Gehäusefront richtig anbringen. Das heißt, man kann es dann mit einem Stück Kabel verlängern. Das wäre natürlich für eine weitere Bordrevision auch nochmal so ein Punkt. Ja? Dass man zusätzlich zu den Leuchtdioden hier vorne, die man auflöten kann, nochmal so ein. Man braucht ja bloß einen 5er Block Buchsenleiste. Ja, Masse und. Und die 4 Leuchtdioden. Naja, da müsste man auch nochmal extra Vorwiderstände machen. Naja, gut, das ist vielleicht nicht so gut. Ich werde es umbiegen. Denke ich mal. Oder draufstecken. Ich weiß es nicht. Würde das so reichen hier? Würde reichen. Ja. So, die Dinger sind gepolt, die Leuchtdioden. Sind halt Dioden. Und das ist aber nicht weiter wild. Wenn man diese runde Bauform hat, das wird man jetzt wahrscheinlich wirklich nicht erkennen. Denn A, auf der einen Seite ist ein Beinchen wieder kürzer. Ja? Und das kürzere hat am Gehäuse auch noch eine Kennung, da ist ein abgeflachter Teil in der Rundung. Dieser abgeflachte Teil ist hier auch bei dem Bauteilumriss auf dem Bestückungsaufdruck eingezeichnet. Ja? Also dieser Teil ist etwas abgeflacht. Man braucht dann bloß das Gehäuse anschauen und das analog reinstecken, dass das deckungsgleich ist. Ja? Das werden wir auch tun. So, das wäre denn wir auch tun. Reicht das, wenn ich das hier? Ich weiß es nicht. Ja, könnte man so machen. Also ich wäre es wahrscheinlich ziemlich eng abknicken, dass das hier richtig bündig ist. Weil ich will, dass es nach vorne strahlt, aus dem Gehäuse raus. Ich habe ja bei diesen Teco-Gehäusen in der Regel vorne so eine rote Scheibe und da strahlt das dann einfach durch. Ja. So, umbiegen. Aber das kann sich jeder auch selber machen. Wie gesagt, das Universellste ist wahrscheinlich dort eine Buchsenleiste einzubauen oder so eine Zweierbuchse und das dann irgendwo am Gehäuse nach außen zu legen. Ja. Das habe ich auch schon gesehen. Es gibt da sehr schön Aufbauten, die sind zum Teil viel schöner als meine in der Community. Aber das ist natürlich auch wirklich eine tolle Sache, dass man dann sieht, Mensch, irgendwo überholt einen da auf einmal jemand links. Ja. Ich bin ja auch sehr gespannt auf von Zille 9 jetzt zum Beispiel auf das neue Gehäuse. Das werden wir zum nächsten KC-Treffen sehen. Habe ich die jetzt auch wirklich richtig runter? Naja. So. Jawohl, perfekt. Können wir nochmal von oben drüber gehen bei der Lötstelle. Manchmal zieht es nicht ganz durch, so das Zinn. Ja, dann gehe ich da nochmal oben ran. Ja, und vergucke natürlich alles dabei. So.
heißt Lötkolben, ist ein bisschen zu heiß. Ich mache mal noch ein bisschen kühler. Man merkt, dass das dann sehr schnell die das Flussmittel verbrennt und die Lötstelle dann grau wird. Ja, dann stellt man, reguliert man ein bisschen runter. Die preiswerten Lötkolben haben halt hier keine Temperaturanzeige. Aber in meinen Augen braucht man das auch nicht unbedingt. Gerade bei so einem Projekt hier. Man sollte nicht so einen ganz kleinen ungeregelten nehmen. Weil ich sag mal, die Dinger liegen hier bei 30 Euro. Was soll es? Das ist es auf jeden Fall wert. So, jetzt müssen wir noch unseren Vorwiderstand einlöten. Den muss ich jetzt erstmal suchen. Das ist unser R1. R1, wo bist du? Hallo, Drohne 235 an R1. Hier oben. Da oben? Erstaunlich, R1. Wahrhaftig. So, die Widerstände sind alle stehend eingebaut. Werden dann scharf umgeknickt und durchgesteckt. Gut ist dort ein Multimeter. Ich habe hier auch so ein ganz preiswertes. Ja, das liegt so bei 10 Euro rum oder sowas. Wichtig darauf achten, dass es einen Ohmmeter drin hat, aber ich kenne da eigentlich keins mehr, was keinen hat. Weil diese Widerstände, weshalb ich jetzt drauf komme, früher waren dort richtig ganz klein mit Zahlen der Widerstandswert aufgedruckt. Ja. 470 Ohm, da wäre damals aufgedruckt gewesen 470 R. Und bei 1 Kilo dann 1 K oder sowas. Ja. Jetzt haben sie Farbringe, ist manchmal ein bisschen mühselig. Ich habe mir das auch noch nicht gemerkt. Eigentlich müsste ich das, aber naja. Und wenn man da zu faul ist, das zu dekodieren, es gibt da so eine Tabellen oder es gibt auch eine Webseite, da kann man das machen oder irgendwas, ja, so ein Farbcode-Rechner. Dann kann man es natürlich auch einfach mal messen. Ja. Wenn man jetzt irgendwo einen Widerstand hier in der Kiste liegen hat, man hat sich das zusammengestellt und weiß jetzt nicht mehr, ist das jetzt der richtige? Jammer. Und hier noch. So. Jetzt mit unserem etwas kühleren Lötkolben. So. Wunderbar. Wenn man sowas mal selber lötet, bekommt man natürlich auch so einen Blick für die Elektroniker ja sowieso, die das so professionell machen. Ja. Aber auch so, das ist halt so ein Effekt, den man auch so als Hobbyist irgendwo hat. Es schärft natürlich die Sinne, wenn man sowas zusammenlötet und dann nachher findet man in irgendeinem defekten Gerät, was man dann aus Neugier mal zerlegt. Und man sieht dann, wie die Dinger teilweise wirklich zusammengegurkt sind. Ja, denn da dreht es einem dann manchmal wirklich den Magen um. Das ist jetzt nicht mal ein Vorwurf an die, die es zusammenlöten müssen. Die arbeiten halt auch unter Leistung, aber unter Leistungsdruck letztendlich. Ja, also schön ist da was anderes. So, jetzt stecken wir auf unseren Switch hier mal noch. Nö, machen wir nicht. Wir messen jetzt erstmal durch. Ich habe hier ein Netzteil, ich weiß gar nicht, wie viel das hat. Wir werden mal messen, bevor ich hier unter den Tisch krieche, damit ich hier nicht was Falsches sage. Von 7,5 Volt, 7,5 Volt Netzteil. Hier ist die normale Hohlbuchse. Weil ich jetzt hier noch keinen Schalter dran habe, habe ich hier so ein Zwischenstück. Ja, das kann man hier einfach ranstöpseln. Und das ist wie ein Schnurschalter für Hohlbuchse. Praktische Sache beim Basteln. Jetzt hier auf dem Tisch. Ja. Ich weiß nicht, ob man sowas auch kaufen kann. Kann ich jetzt nicht sagen. Bei mir ist es irgendwo anders übrig geblieben. So. Okay. Jetzt messen wir mal. Setzen wir mal unsere Spannung hier rein. So, dann müssten wir eigentlich hier unsere Eingangsspannung messen.
An Vin, jawohl, das macht sie auch. Die Diode müsste auch Eingangsspannung haben, hat sie. So, jetzt stöpseln wir mal unseren Dingens da oben ins ran. Jawohl, LED leuchtet schon. So, und jetzt messen wir nochmal die Spannung durch. Das ist grauend und das bleibt doch grauend. Hier haben wir unsere 5 Volt. Und hier sind unsere 3,3 Volt. Es misst sich am besten natürlich hier an diesen Jumper-Block. An der Seite auf der Platine daneben sind die Spannungen aufgedruckt. Ja. Masse findet man gerade bei den Steckverbindern an den, so gerade an den großen Gehäuseteilen, die dort eingelötet werden. Hier an der Netzwerkbuchse, die drei großen Lötaugen, das ist alles Masse. Ja, da hat man dann einen Massepunkt. Jo. 3,3 Volt und 5 Volt. Jawohl. Also, dieses war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Und zwar das Host-Interface. Das sind jetzt so ein bisschen die beiden trockenen Teile, muss ich jetzt auch dazu sagen. Das, weil hier natürlich noch nicht viel passiert. Ja, wir sehen jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob man sieht. Man sieht hier eine Leuchtdiode leuchten. Das ist natürlich jetzt noch nicht so aufregend. Ja. Ja. Aber das sind die Vorarbeiten, die wir leisten müssen jetzt erstmal. Und ich kann versprechen, sobald der erste Propellerchip drauf ist, dann geht es hier wirklich Schlag auf Schlag. Weil dann können wir halt auch schon, dann lassen wir als erstes zwar auch bloß so eine Heartbeat-LED blinken, mehr auch nicht. Aber diese LED wird ja schon durch ein Programm gesteuert. Und dann können wir schon anfangen zu programmieren und dann wird das alles doch recht vielfältig. Ja? Die Frage, wie kriegen wir Verbindung zu unserem Chip, was brauchen wir auf dem Rechner dann für eine Software und so weiter und so fort. Ja. Da wird es dann richtig interessant. Ich überlege, ob wir jetzt als Zwischenschritt hier halt wirklich noch den SD-Card Connector einlöten, weil er lötet sich so wirklich besser. Das werden wir auch tun. Das werden wir tun. Also wir werden am Anfang in der nächsten Folge den SD-Connector schon einlöten. Der kommt, der wird natürlich erst später gebraucht, wenn dann wenn wir bei Administra sind. Ja, aber er lötet sich wirklich jetzt besser. Ja, wenn man hier an die Pins von hinten rankommt, später ist dann hier eine Steckfassung, wahrscheinlich sieht man es hier besser, hier ist es ja dann schon relativ verbaut, ja, man kommt dann an die Pins schlechter ran. Ja, das werden wir also genauso machen. Okay, also dann, das war der erste Schritt, Stromversorgung, Mission erfolgreich erfüllt. Und dann freue ich mich auf den nächsten Teil. Und da bringen wir, wie gesagt, das Host-Interface in die Gänge. Da wird es dann schon spannend. Da wird es auch schon so ein bisschen spannend, weil da koppeln wir uns auch schon mit dem Terminal mal drauf, um zu gucken, ob die Verbindung funktioniert. Und werden auch darüber sprechen, was für Fehler dort auftreten können, all dieweil es sich gezeigt hatte, dass es sehr viele Anfängerfehler im Bereich vom Host-Interface am Anfang stattfinden. Irgendwelche Kabel getauscht oder irgendwas, ja. Und da ist mal gut, wenn wir da mal gucken, wie kann man das testen. Na? Alles klar, also bis dann. Ciao, ciao.